76 ganze Packs, ersparte Packs. Und wir werden die ein oder anderen Packs auf jeden Fall jetzt öffnen. Ich weiß gar nicht, mit welchen Packs ich anfangen soll. Ich würde aber sagen, dass wir diese Packs hier mitnehmen. Wo sind die nochmal? Da sind so viele Packs. Nur 30 Packs von denen werden angezeigt. Das möchten wir nicht öffnen. Das hier auch nicht bei 25 Spielern. Da würde ich erstmal die Packs öffnen. Wenn auf jeden Fall das Toti kommt, das komplette Toti-Team. Aber Stürmer können wir auf jeden Fall öffnen. Das Stürmer-Ding werde ich alles heute öffnen. Mittelfeld nicht. Ich habe so viele Stürmer-Packs gemacht, die werden alle nicht angezeigt. 75er Plus werden wir auch öffnen. Mega-Pack können wir öffnen. Einfache Packs öffnen wir. Dann würde ich sagen, starten wir hier. Let's go. Fängt aber gar nicht gut an. Das sollen Mega-Packs sein. Ohne Joken. 75er Plus-Pack ist gefühlt sogar besser. Vielleicht gönnen die mal auch. Let's go. Oh, immerhin 83er Plus. 84er Rating. Ja. Kostic. Mitnehmen. Immerhin 83er noch dabei. Megapack, Megapack. Zwei Megapacks. Seltene Megapack behalte ich natürlich. Okay, 83er Plus immerhin. Hier nur 82er Plus, aber vielleicht. Vielleicht ziehen wir was. Nach Walkout kommt nicht. Ich erwarte ein Walkout früher oder später. 83er. Komm hier jetzt aus dem Megapack. Wir haben noch zwei Megapacks. Let's go. Immer nur 83er Plus. Das ist dann wieder ein 83er, 84er. Immerhin André Silva. Seltene Spielerpack möchte ich nicht öffnen. 81er Plus werden wir noch aufbewahren. Oh, Walkout. Immerhin. Geht schon mal in die richtige Richtung. Okay, ist kein Bundesligaspieler, aber Walkout. Immerhin. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Ist ja schon mal was. Ah, nun 83er Plus. Immerhin. 85er Rating oder 84er? 85er Sommer. Mitnehmen. Vom Rating ist es gar nicht mal so schlecht. Seltener Elektrum-Spielerpack. Das muss nicht echt sein, ey. 82er, let's go. Ja, das Kleine ist nichts Besonderes. Bis wir so 55 Packs übrig haben, glaube ich, öffne ich. Also noch ein paar Packs. Seltenes Goldpack. Heavy, oder? Mann, 83er Plus, das ist halt alles wirklich nicht gut. Und das bleibt beim 82er Rating. Bin ich sogar runter? Nee, 82. Die besseren Packs müssen wir aufsparen, auf jeden Fall. Aber trotzdem erwarte ich da so ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr als 82er Rating. Es wäre schon nice, wenn wir irgendwas Gutes ziehen. Ich öffne einfach mal so auf entspannt hier das Prime Gold Spieler Pack. Warum nicht? Und ich habe es predicted. Es ist doch nicht gut. 83er Rating. Oh. Irgendwas. Irgendwas. Nicht nur Stuff für SBCs, sondern irgendwas Nices, was man vielleicht auch zocken kann. Premium Gold Pack. Come on. Ich werde mir noch ein paar Packs auf jeden Fall erzocken. Die Stürmer-Packs zum Abschluss auf jeden Fall. Gibt es hier das 82er Plus? Ja. 81er Plus. Das ist nicht schlecht. 81er Plus, selten gemischte Spieler-Pack. Das soll ein 81er Plus sein. Wir ziehen 82er. Nice. Let's go. Seltener Elektrum-Spieler-Pack. Ach, ein 83er Plus nur. Soll das bitte? 85er Rating. Ja, Thiago Silva. Immerhin ein bisschen Rating. Mitnehmen. 285er geht eigentlich noch. 75er Plus können wir öffnen. La Liga lasse ich erstmal da stehen. Aus dem 75er Plus sogar 83er Rating. Das bleibt beim wenig Rating. 82er Richarlison. Aber 81er Plus Stürmer. Die möchte ich schon öffnen. Da sind einige. Ich würde sagen, die 81er Stürmer, die müssen wir öffnen. Ja, ein 83er Plus. Aubameyang. Es fängt schon mal nicht schlecht an. Aber es geht auf jeden Fall mehr. 75er Plus gönnen, wenn die möchten. Vertraue erstmal noch nicht auf die großen Packs. Die werde ich nicht öffnen. Ja, immerhin 83er Plus. Ja, 83er Rating Matip kennt man. So, Prime Spieler Pack La Liga. Ah, immerhin 83er Plus. Ist ja schon mal ein Anfang. 85er Rating mitnehmen. Komm, ich würde sagen, die 81er Plus werden wir jetzt öffnen. Alles andere ist mir egal. Ach, 83er Plus nur. Und es bleibt bei einem 84er sogar nur. Ziyech. 83er Plus. Italiener. Ja, Chiesa. Der war sogar auch nominiert fürs Toti. 83er Plus bleibt immer wieder dabei. Und den haben wir doch schon gezogen, den Ziyech. Wieso nochmal? Das lädt aber auch übelst lange. Hier wieder ein Richarlison. Soll es immer wieder die gleichen Karten? Das kann es doch nicht wirklich sein. Es bleibt beim 82er Rating die ganze Zeit. Den hatten wir auch schon. Drei noch von denen.
Let's go. Oh, Walkout. Nice. Nice, nice, nice. Nehmen wir mit. Ja, endlich mal ein Walkout Sterling. Bleibt beim 83er Plus. Wir werden nur noch eins von den 81er Plus öffnen. Wir haben auf jeden Fall genügend Karten zum Abgeben für SBCs. Und da kommt auch nichts. Egal, wir sparen auf und machen natürlich noch weitere von denen. Bis 19 Uhr haben wir noch Zeit. Nehmen wir mit. Ich meine jetzt Savanier. Manier. So, dann machen wir erstmal Savanier hier die erste SBC mit 82er Rating. Ein Franzosen, Team of the Week, Spieler 70er Chemie. Alles machbar. Jo. So, besser können wir die SBC auf jeden Fall nicht abschließen. 82er Rating, 70er Chemie, 1:1 kommen wir hier auf die Chemie und auf das Rating. Dann würde ich sagen, die erste SBC gehen wir ab und die zweite machen wir auch noch nachher. Machen wir die SBC auf jeden Fall fertig hier, Savanier, let's go. So, ein League-A-Spieler brauchen wir, 84er Rating, 60er Chemie, werden wir auch irgendwie hinbekommen. Dann können wir es hier auch nicht saven, klar. Aber dann würde ich sagen, würde ich wirklich fast sagen, ja, runter können wir nicht gehen. Können wir so abgeben. Ja, genau. Dann gehen wir es so ab. 84er Rating, 61er Chemie. Und ja, damit haben wir Savanier auf jeden Fall abgeschlossen. So nices Design. Ich hoffe, dass er sich auf jeden Fall auch nice zocken lässt. Muss den auf jeden Fall auch nochmal umpositionieren. Den werde ich als ZM spielen. Die Stats sind gar nicht mal so bad. Die werde ich mitnehmen. Aber warte. Das ist das. So, nee, bin ich lost? Habe ich richtig gesehen? Ah, das ist das, was nicht tauschbar ist. Es ist dann nur eins. Ach, toll. Ich bin ehrlich. Das müsste ich dann heute öffnen. Das müssen wir einfach nur fertig machen. Das werde ich heute auf jeden Fall auch öffnen zum Abschluss. Weil 11 Stürmer könnte halt wirklich ein Toti sein. Wenn ja so viele Packs schon gezogen, können jetzt 81er Plus hier noch machen. Noch ein paar mitnehmen von den Stürmern zumindest. Werden wir auch jetzt nicht öffnen. Aber eigentlich nur das, oder? Ah, Totti Challenge 1. Ist ja wieder was gekommen. Ansonsten kommt 19 Uhr wieder Content. Ja, nicht allzu viel. Dafür müssen wir ein 84er Team abgeben. Soweit ich weiß. Genau, 84er Team, 70er Chemie. Und ja, 81er Plus Pack. Und ja, mit 11 Spielern. Was muss man dafür abgeben? Nehmen wir auch gerne mit. Wieso nicht? 6 Länder. Ich würde sagen, wir geben das Ganze hier so ab. Endlich hier die Toti Challenge fertig. Seltenes Elektron Spielerpack bekommen wir. 82er statt 83er? Nee. Und dann würde ich sagen, geben wir das Ganze hier ab. Ist auf jeden Fall ein nice Pack. Das werden wir hier gegen Ende des Streams auf jeden Fall öffnen. Also, nichtsdestotrotz hatte ich auf jeden Fall Spaß bei der WL. Also es gibt die einen oder anderen Games, wo man sich denkt, naja, die Connection ist nicht wirklich einwandfrei. Läuft irgendwie gar nicht. Das sind die Server natürlich, die auch ein bisschen da eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz, das Team hat mir gefallen. Also, Zidane hat seinen Job gemacht. Sehr, sehr gut, defensiv vor allem. Habe ich auch nochmal extra Push-Stats gegeben für die Defensive. Ist auch wirklich schnell. Spielt sich wirklich schnell, wie 90 Pace gefühlt. Und ja, Savanier, er war wirklich nicht schlecht. Der war wirklich die Überraschung des Spiels. Generell, der war nicht schlecht, auch wenn die Scorer-Punkte ein bisschen täuschen. Aber der war wirklich sehr, sehr nice. Und Tchouaméni braucht halt Beweglichkeit. Bei ihm ist nach wie vor Beweglichkeit das Manko. Von denen habe ich gar nichts gesehen, weit und breit, irgendwie unsichtbar, keine Ahnung. Der als Stürmer, ohne Joke, der hat sogar performt. Gar nicht mal so schlecht bisher. Und Pato, wissen wir ja alle, was er kann. Der war wie immer assrein. Hat mir alle Treffer erzielt. Der hier, der spielt sich für mein Gefühl immer wieder besser. Keine Ahnung, der gefällt mir überragend, dieser Saar. Und Amavi, ja, ist solide. Ist auf jeden Fall kein schlechter Linksverteidiger. Einer der besten, die ich sogar gezockt habe bisher. Und Bastoni, das Tackling sehr, sehr nice. Pace fehlt ihm ein bisschen noch in Beweglichkeit, merkt man schon. Damian, weiß ich nicht. Ist solide. Der hat auch ab und zu mal Zweikämpfe einfach ohne Grund verloren. Warum auch immer. Ansonsten, also wirklich Damian, ja, hin und wieder die Situation defensiv noch ein bisschen besser stehen. Aber sonst eigentlich nice. Und Handanovic, also ohne Joke, Handanovic ist übelst nice. Man merkt wirklich den Upgrade zur normalen Karte. Und ich fand schon die normale Karte sehr, sehr gut. Und der ist wirklich übelst nice. Dann würde ich sagen, das war's soweit hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da für mehr FIFA-Content. Und dann würde ich sagen, bin ich raus und bye.